Hi ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge Dragon's Dogma 2. Im letzten Part bin ich ja vergeblich an diesem hässlichen Oger gescheitert. Den werden wir heute nicht machen. Wir werden uns heute auf jeden Fall in der Hauptstadt ein bisschen umsehen. Ich habe auch schon ein paar Vorbereitungen getroffen, das seht ihr aber gleich. Also ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video und let's go! Söderlin, also im letzten Part waren wir ja mit dem Oger beschäftigt und ich bin ja die ganze Zeit gestorben. Ihr habt mir da natürlich tausende hilfreiche Tipps gegeben. Dementsprechend bin ich jetzt im Vorhinein schon mal hier in die Hauptstadt wieder geflüchtet, sage ich mal. Und war dann hier bei dem Händler. Schauen wir mal kurz. So, und bin dann hier auf Ausrüstung verbessern gegangen und habe jetzt quasi hier für mich den Kampfbogen komplett ausgerüstet bzw. verbessert, das Hemd und die Hosen, und für meine Vasallen habe ich dasselbe getan, zum Beispiel hier mit dem Bogen, da konnte ich aber nur einmal nachrüsten, weil mir hier dann Kaninchenfell und so fehlt oder Rinde eines Zimtbaums und so weiter. Genau, das habe ich auf jeden Fall jetzt schon gemacht. Was ich dann auch noch gemacht habe, und jetzt müsst ihr mir mal kurz helfen. Ich bin dann hier auf Kaufen gegangen und habe natürlich hier geguckt, okay, was könnte ich denn für eine Hose nehmen, die gut, also passen würde halt und so. Und jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, welche es waren. Ich habe auf jeden Fall eine davon gekauft, aber sie waren nicht mehr in meinem Inventar. Ich weiß auch nicht. Wieso, weshalb, warum? Wir können es ja jetzt einfach nochmal probieren. Ich habe ja noch ein bisschen Geld. So, genau, einmal für mich. Patrouillenknieschutz kaufen. Gekauft ist jetzt ausrüsten, ja. So, dann gehen wir mal weg von dem. So, jetzt habe ich es an, lustigerweise. Als ich das letzte Mal gekauft habe, hatte ich es nicht an. Dann schauen wir mal ganz kurz ins Inventar jetzt rein. Weil prinzipiell müsste ich es dann jetzt unter meinen Gegenständen haben. Das ist das, was ich gerade anhabe. Ja, also ich verstehe es nicht. Ich habe auf jeden Fall was gekauft. Ich weiß nicht, wo es hingekommen ist. Wahrscheinlich habe ich mich wieder irgendwie verplant oder so. Naja, gut. So, dann haben wir ja gesagt, brauche ich eigentlich auch Heilung und ich brauche einen Vasallen, der heilen kann. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich den finde. Oder wo ich mir jetzt noch mehr Heilung kaufen kann, weil Tränke herstellen kann ich mir leider eben nicht. Guten Tag. Ja. Wenn wir jetzt mal auf die Karte gucken, dann befinden wir uns jetzt hier im Handelsviertel. Das hier, glaube ich, müsste, genau, dieser Barbierladen sein, wo ich mich dann auch umwandeln kann. Also ihr wisst schon, was ich meine. Hier, Gemischtwarenladen, Rüstungsladen, da waren wir schon. Was haben wir denn hier? Hier ist so ein Riftstein, Vasallengilde, Laufbahngilde. Was ist hier? Die Schmiede. Ich würde sagen, wir chillen uns jetzt mal kurz zu dem Gemischtwarenladen hin. Und dann gehen wir mal zum Barbier. Ich habe übrigens die Nacht hier in dem Gasthaus verbracht und übersprungen, weil ihr auch gemeint habt, lieber in der Nacht bitte nicht reisen und so. Okay, dann müsste ja der Gemischtwarentyp der hier sein. Schaut euch doch um, wenn ihr schon hier seid. Hm? Kaufen. Reisestein. Arzneitrank. So, das wäre natürlich gut. Jetzt habe ich natürlich aber nicht mehr so viel Kohle. Menge ändern. Wenn ich mir jetzt... Acht kann ich mir kaufen, dann bin ich pleite. Machen wir doch jetzt einfach mal. Dann haben wir das auch erledigt. Beehrt mich bald wieder. Ich versuch's. Schauen wir nochmal hier rein, Gegenstände. Hier ist jetzt der Arzneitrank. Wieso kann ich den nicht benutzen? Stellt eine ansehnliche Menge an Gesundheit wieder her. Ja, ja, schon klar. Aber wieso kann ich ihn nicht benutzen? Also dieses Spiel macht mich manchmal echt wahnsinnig. Dann machen wir es jetzt mal so. Ich gebe jetzt einen Loki. Bestätigen. Ja, wieso kann ich ihn nicht benutzen? Er wäre mir doch so von Nutzen. Ja, keine Ahnung, Leute. Wurscht. Schauen wir mal hoch zum Friseur.
Der müsste dann ja wo sein? Keine Ahnung, kann ich hier rein? Achso, nee, das ist ein Fenster. Das auch. Hier ist keine Tür. Wo ist denn der Barbier? Kein Bier vor vier. Oh, da taucht er plötzlich auf. Ah, hier. Hier ist das Zeichen. Mal nachsehen, was sich in der Stadt finden lässt. Wer ist denn er? Falls ihr meinen Rat wollt, hört auf den euren. Aha. Danke für nichts. So. Willkommen. Meine Dienste umfassen das Frisieren der Haare und das Bemalen von Gesichtern. Solltet ihr es wünschen, kann ich euch helfen, euer wahres Selbst zu finden. Aussehen anpassen. Dafür brauche ich irgend so ein Ding, was ich anscheinend nicht habe. Was brauche ich dafür, Leute? Sagt's mir mal kurz bitte, damit ich es fürs nächste Video weiß. Naja, gut, auf jeden Fall super zu wissen, dass eben hier auch das Aussehen verändert werden kann. Das ist vielleicht auch für die interessant von euch, die das auch noch nicht wussten. Und ja, ich meine, ich würde sagen, wir gucken uns einfach hier um, ob wir irgendwas finden, wo wir looten können. Oder wir gehen dann mal kurz vor die Stadt und sammeln da ein bisschen Zeug und suchen natürlich nach so einem Heiler-Vasallen. Was gibt es denn hier? Ach, das ist dieses, die Vasallengilde. Mit der weiß ich jetzt natürlich auch noch nichts anzufangen, ne? Was sagt er mir denn? Nur zu, seht euch um. Kaufen. Hier kann ich irgendwas kaufen. Weihrauch. Kunst der Metamorphose. Ist es zufällig das, was ich kaufen muss, damit ich mein Aussehen verändern kann? Weil irgendwer hatte mir gesagt, dass das 500 R kostet. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht mehr, ob das dann auch genau das war. Wahrscheinlich, aber dafür müssen wir noch ein bisschen sammeln. Abbrechen, bitte. Kann ich hier irgendwas machen? Untersuchen. Kann ich jetzt hier irgendwie den Rift verlassen? Nö. Ah, hier stehen einige rum, ne? Hier. Das hier sieht mir doch aus wie ein Heiler, oder? Ah, wo sehe ich denn das? Nee, das ist ein Magier. Ich brauche aber einen Heiler. Magier? Ich weiß nicht, haben die Heiler irgendwie ein anderes Zeichen? Sabina? Oh, die sieht. Ach so, das ist ein Typ. Ups. Hey, Sabina. Ich weiß jetzt nicht mehr, das mit den Wesensarten anzufangen. Details Vasall anzeigen. Ah. Da müsste doch hier dann auch irgendwo vielleicht Heilung stehen, oder? Laufbahn, Krieger, Erzmagier. Naja, gut, dann muss ich mich jetzt hier einfach vielleicht nochmal umschauen. Dann ist es vielleicht doch nicht so schlecht hier. Bei denen mal. Und die heißt Zander und ist eine Alte. Also witzig. Details anzeigen. Linderung. Ah ja, hier, beschwört ein heilsames Siegel, das die Gesundheit des Zaubernden und seiner Verbündeten bei Kontakt wiederherstellt. Unheilabwehr erhöht deine magische Abwehr. Schutz. Aha, okay. Also muss ich auf diese Waffenfertigkeiten achten. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das hier auf jeden Fall schon mal so ein Heilzauber. Also, dann, da war doch noch irgend so eine, oder? Ja, hier genau die da. Schauen wir doch nochmal, was die so hat. Details. Hat auch Linderung.
Und Unheilabwehr. Ich glaube aber, die andere war besser. Okay, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt die hier mit. Anheuern. Ja. Jetzt muss ich wechseln. Zu entfernenden Vasall wählen. Tja, ich glaube, dass ich dann tatsächlich Hazel wegmache, weil ich bin ja auch selber der Bogenschütze. Also, Hazel, es tut mir leid, man sieht sich auf jeden Fall wieder. Geschenk geben. Ach, jetzt muss ich ihm ein Geschenk geben, oder was? Okay. Hier, du kannst meine Arbeiterhosen haben. Bewertung. Oh, süß. Ich bin nur froh, meine Nützlichkeit unter Beweis gestellt zu haben. Vielen Dank. Es wird mir eine Ehre sein, an eurer Seite zu dienen. Cool. Dann können wir ja jetzt den Rift verlassen. Einzigartige Vasallenauftrag verlassen im Rift. Den Rift verlassen, das wollte ich eigentlich. Gut. Ja gut, Leute. Dann lasst uns doch jetzt mal kurz vor die Tore gehen. Und da mal ein bisschen farmen. Oh, wie hat euch seine Geschichte gefallen? Sie war ja gut erzählt und so, aber nicht besonders spannend, oder? Ich meine, sowas hört man in der Taverne doch fast jeden Abend, oder? Bla, 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 bla. Ich möchte jetzt nicht deine Geschichte hören. Es tut mir wirklich leid, aber wird mal Zeit, dass man auch ein bisschen hier erkundet und sammelt und so. Also sorry, Leute, versteht das jetzt nicht falsch, aber man muss sich auch mal eine Leseauszeit gönnen. So, Leute, wo seid ihr? Da. Gucken wir mal, was wir irgendwie sammeln können. Die rennen ja eh schon wieder vor. Habt ihr irgendwas gesehen? Wie sieht's denn hier in dem Hausi aus? Kann man da rein? Ja. Ist hier irgendwas? Kann ich da Äpfel klauen? Nö. Da. Lampenöl. Das ist nicht verkehrt. Wir haben ein Material gefunden. Diese Beinrippchen, gell? Naja, okay. Leute, raus mit euch. Gucken uns jetzt hier weiter um. Genau, dann lasst mich mal kurz da rein, wenn es geht. Öffnen von verschlossenen Türen. Na gut. Ist jetzt auch nicht so wild. Hier sind ja auch noch so viele Häuser. Oh, da ist ja eine Brücke. Dann gehen wir doch mal da lang. Oh, das war voll ASMR. Durch das Feld zu laufen. Hört nochmal. Hihi. Hier gibt es doch wieder einen Haufen zu untersuchen. Bestienhaut. Verwelkter Zweig. Huch. Prinzessinnenknolle. Ist ja interessant. Was gibt's hier? Trockenobst. Heilt mich das nicht auch? Kann das sein? Trockenobst. Stellt wieder eine Menge an Gesundheit her. Wieso kann ich es denn nicht benutzen, Leute? I need your help, please. Los, Hilfe. Los? Was ist denn, wenn ich los sag? Dann düsen sie und tun was? Nüscht. Okay. Da kann man auch noch mal rein. Hier ist wieder was. Verwelkter Zweig. Und eine Kiste. Nochmal eine Prinzessinnenknolle.
Oh, was steht denn da? Eine gründliche Durchsicht könnte eines Interessantes zutage fördern. Ja, aber das habe ich doch gerade schon. Ihr seid wohl ein bisschen spät, meine Lieben. Hier drüben. Da ist die Kiste. Dörrfleisch. Und hier ist nochmal, was? Hartknollen, Roborans. Nehmen wir doch alles mit. Hier ist auch noch was. Knolle, Knolle. Oh. Ah, können wir... Kann ich die nicht... Ah doch, die kann ich umbringen. Sag mal. Nur für Testzwecke, Leute. Jetzt habe ich ein Beeststick. War's das? Understood. I shall proceed ahead. Holen wir uns doch noch mehr. Jetzt haben wir Bestienrippen. Aber das sind doch keine Bestien, oder? Da ist irgend so ein verfallenes Haus. Gehen wir da mal hin. Uff, meine Rücken. Wer sagt das? Der rennt weg. Na gut. Und ich habe eine Erdbeere. Schau mal, da ist ein Schwein. Spider-Schwein, Spider-Schwein. Die kann ich doch auch so umhauen, oder? Ja. Ob es wohl Gerüchte in der Stadt gibt? Läufst du weg? Oh, der hat Angst. Guckt mal. Wenn ich meinen Bogen weg tue, was ist dann? Hm. Zwei Kisten, hier sind es ja sogar. Und ein Hühnchen. Zwei. Oh. Erstmal die Kiste öffnen. Sprungwurmhaut. Und kann ich jetzt von dem Hühnchen da was looten? Sieht nicht so aus, oder? Nö. Na gut. Hier ist aber wieder was zum Sammeln. Und da hinten steht sogar noch eine Kiste. Gezackter Knochen. Und wieder ein verwelkter Zweig. Mächtiges Roborans. Okay, gucken wir doch mal in die Aufträge. Also, wir müssen ja den Phil-Bericht erstatten. Dann müssen wir ja mit dem Brand in der Taverne sprechen. Stimmt. Sucht nachts. Behalte den Bettler im Auge. Beobachte den Bettler, wie er seinen Alltag verbringt und versuche herauszufinden, wie er sein Geld verdient. Sollen wir das jetzt mal machen? Albert aus dem Armenviertel scheint ziemlich gut zurechtzukommen. Selbst die anderen Bettler sind verblüfft, wie viel Geld er trotz seiner bescheidenen Mittel hat. Ja gut, das ist der Bettler auf jeden Fall in, wie heißt es jetzt, Vermont? Wenn ich mich nicht täusche. Gehen wir mal zurück einfach. Und sagen denen, dass sie zu uns kommen sollen. Hier ist noch Mais. Das können wir noch sammeln. So, durch den Fluss sollte ich doch laufen können, oder? Ja, super. Hier ist auch wieder ein Ausrufezeichen. Ja gut, aber nicht vom Plan abbringen lassen hier. Was machen die da? Oh, was hat sie denn an? Das sieht ja cool aus.
Was machen die da? Lust auf einen gebrochenen Arm, meine Spezialität. Oh, jetzt sind sie hinter mir her tatsächlich. Upsi. Das war natürlich nicht geplant. Tja, da schaut ihr. Los zu mir. Schnell. Hallo da drüben. Würdet ihr einem Kameraden vielleicht aushelfen? Ich bitte euch nur darum, mein Gesuch anzuhören. Was habt ihr dabei schon zu verlieren? Dann hören wir ihn halt an. Hab vielen Dank, meine Dame. Also kommen wir zur Sache. Es geht um meinen Ochsenkarrengeschäft. Ich hatte meine Dienste wegen der vielen Monster auf der Straße eingestellt, aber ich fühle mich jetzt dazu bereit, wieder Fährte nach Melve anzubieten. Das Problem ist, dass es da draußen noch immer Monster gibt und ich die Sicherheit meines Karren benötige. Bla bla bla. Ja, ja, ja. Okay, ich möchte... er möchte, dass wir den Wagen begleiten. Nein, machen wir jetzt aber nicht. Das können wir doch mal anders vielleicht auch noch machen. Wir wollen jetzt diesen Bettler da oben beobachten, oder? Das ist doch er. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie lange ich den beobachten muss, aber das war ja die Quest hier, ne? Wie sie alle dastehen und ihm zuhören. Vielleicht muss ich mit ihm sprechen? Nö. Was wollt ihr dann von mir? Danke, aber ich will keinen Ärger. Wenn ich ihm jetzt Münzen gebe, ich habe, glaube ich, aber gar keine mehr, ne? Du hast nicht genügend Gold. Upsi. Belastend. Hier unten ist irgendwo eine Truhe. Gehen wir mal zu der. Na komm, geh doch da drüber. Die müsste hier drinnen sein. Wie komme ich denn da rein? Wie kommt man denn da rein? Hier. Oder? Nö. Seht, Meister, eine Schatztruhe. Wir müssen einen Weg finden, um sie zu erreichen. Ja. Ich weiß, aber wo? Keine Pläne. Guten Tag. Vielleicht hier oben lang. Wenn hier so rauf geht. Irgendwo sind wir, ich glaube, beim Schmied, oder? Ach so, jetzt sind wir wieder hier. Ja gut, keine Ahnung, Leute. Also, ich möchte gerne von euch wissen, wie kann ich mich denn jetzt heilen? Woran liegt es, dass ich keinen Trank trinken kann? Ja, ihr Lieben, ich würde den Part an der Stelle dann auch beenden. Hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, bye bye.